Okay, im letzten Design-Pattern haben wir Chain of Responsibility gemacht mit den verschiedenen Logger-Klassen, mit dem File-Logger, Console-Logger und Event-Logger, die entsprechend ein Logging durchführen und in eine Kette hintereinander nacheinander gehängt werden, damit das eben die Chain of Responsibility ist. Ja, und der erste Logger wird aufgerufen, er macht sein Logging und wenn das erfolgreich war oder wenn es durchgeführt hat, dann war es das auch schon. Wenn er sagt, für dieses Level bin ich nicht zuständig, dann gibt es zum nächsten Logger weiter. Hier haben wir unsere drei Logger-Klassen noch einmal ganz kurz und ich klicke kurz drüber, ob euch etwas auffällt. Also wahrscheinlich ist euch was aufgefallen. Und zwar, dass hier sehr viel Code sehr identisch. Wir haben überall diese Eigenschaft, wir haben überall entsprechend einen Konstruktor, wo wir das Level setzen. Und wir haben auch hier im Endeffekt überall kurz mal die gleiche Methode, die abfragt, ob ich selbst das Log-Level habe und dann das Logging durchführt oder eben auch nicht. Dazu gibt es jetzt ein Pattern, um den doppelten Code zu vermeiden, das sogenannte Template Method Pattern. Im Endeffekt geht es nur darum, doppelten Code in eine abstrakte Basisklasse auszulagern und dann eben eine Methode abstrakt zur Verfügung zu stellen, die jeder Logger für sich implementiert, wo die tatsächliche unterschiedliche Logik drin ist. Denn gleich ist die Eigenschaft Level, gleich ist der Konstruktor und das Level, das im Konstruktor gesetzt werden muss. Und gleich ist auch die Log-Methode, wo er das abfragt. Das Einzige, was wirklich unterschiedlich ist, ist hier kommentiert bzw. hier implementiert bzw. auch hier implementiert so. Also System.io, File Append All Lines ist es hier, Console Write Line ist es hier und hier fehlt ohnehin die Implementierung. Also das Template Method Pattern, wie gesagt, sagt nur, dass es eine abstrakte Basisklasse gibt, in der gemeinsame Logik bereits vorhanden ist. Also nennen wir diese Abstract Logger. Dieser Abstract Logger implementiert bereits einen iLogger und ist abstrakt. Dadurch kann kein Objekt dieser Klasse erzeugt werden. So, ich übernehme jetzt mal kurz den Code vom Console Logger, da wie gesagt hier der Großteil ident ist. Der Konstruktor ist jetzt natürlich der abstrakte Konstruktor. Und wir loggen hier nicht wirklich. Wir haben zwar bereits diese Logiken implementiert. Wir haben bereits diese Logiken implementiert. Allerdings fehlt uns noch das eigentliche Logging jetzt. Denn das eigentliche Logging im Console-Log wäre ja hier herinnen. Dieser Ablauf sollte aber so bleiben. Also machen wir uns hier eine abstrakte Methode. Ja, denn das, was wirklich unterschiedlich ist, wird in dieser Methode dann entsprechend implementiert sein. Also protected abstract do log string message. Ob wir das Loglet hier noch brauchen oder nicht, geben wir es mal mit. Wahrscheinlich nicht. So, abstrakte Methode hat keine Implementierung, also Strichpunkt am Ende und hier einfach aufgerufen. Dies.doLog. Hier fehlt natürlich Void. Mit der Message und von mir aus nach dem Level. So, wenn wir das so haben, wie sieht dann der Console-Logger wirklich aus? Diese erbt nicht mehr oder implementiert nicht mehr das iLogger-Interface, sondern erbt nun vom Abstract-Logger. Benötigt hier vieles nicht mehr. Ja, Störung-Punkt. Abstrakte Klasse implementieren. Und hier war die Implementierung nichts anderes als Console-WriteLine-Message. So, nun fehlt uns der Konstruktor noch. In diesem Fall geben wir auch im Konstruktor das Level mit. Wir könnten hier jetzt auch einen leeren Konstruktor
machen, wo wir zum Beispiel ein Default-Level konfigurieren oder einstellen. Ja, Console Logger, der den Basiskonstruktor aufruft mit einem bestimmten Level, nämlich zum Beispiel Debug. Ja, könnten wir auch machen. Gut. Zu üben konnte das Video jetzt pausieren und den File-Log entsprechend umschreiben. Würde durchaus Sinn machen. Also 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, ich hoffe, ihr habt es gemacht. Ansonsten, so funktioniert es. Abstract Logger. FileName ist keine gemeinsame Eigenschaft. Die hat der File Logger selber, aber der Abstract Logger nicht. Allerdings das Level, allerdings der Next Logger. Und auch hier rufen wir den Basisklassenkonstruktor auf, wo wir das Level entsprechend mitgeben. Die Levels werden hier nicht mehr gesetzt und das Log selbst heißt nicht mehr Log, sondern heißt nun DoLog und ist ein Protected. Alright, wir überschreiben die DoLog. Diese Abfragen brauchen wir nicht mehr, sondern nur mehr das tatsächliche Logging. Ja, jetzt sieht der Console-Logger und der File-Logger nicht mehr zu 99% ident aus, sondern jetzt ist hier wirklich nur mehr die unterschiedliche Implementierung vorhanden. Alles, was gemeinsam ist, ist bereits im Abstract Logger. Kein doppelter Code heißt auch weniger zu testen, heißt auch weniger Fehler finden oder beziehungsweise, wenn ich sie gefunden habe, nur an einer Stelle zu beheben. Das ist alles recht toll und nett. Es heißt auch, wenn ich einen neuen Logger baue, viel weniger Coding-Arbeit. Ja, denn alles, was gleich ist, bekomme ich ja schon geschenkt. Ja, wenn wir uns dieses dem Event-Logger kurz ansehen, der ja eigentlich noch gar keine Implementierung hat, aber die lassen wir jetzt auch mal weg. Ja, einen neuen Logger implementieren, Implement Abstract Class, Steuerung Punkt, Generate Constructor. Ja, und hier to do then. Ja. Der Rest bleibt ident. Also nochmal zusammengefasst, das Template Method Pattern ist ein sehr einfaches Pattern, wo es nur darum geht, wenn wir ähnliche Klassen haben, Klassen, die andere Implementierungen haben, aber gleiche Aufgabe, ja, gleiche Abläufe, wie in unserem Fall die Logger-Klassen, dann werden alle Gemeinsamkeiten in eine abstrakte Basisklasse ausgelagert. Die abstrakte Basisklasse hat dann mindestens eine abstrakte Methode, tendenziell auch mehrere, wo dann die tatsächlich unterschiedlichen Implementierungen vorhanden sind und diese abstrakte Methode wird auch schon ganz lustig aufgerufen. Ja, denn am Ende des Tages gibt es ja eine Implementierung dazu und deswegen kann diese auch aufgerufen werden. Gut, dann, wie man auch sieht, ein Pattern kommt selten alleine. Zwei Patterns, die sehr gut miteinander funktionieren. Und es gibt auch noch ein drittes Pattern, was hier sehr gut funktionieren würde. Wir haben hier in der Main die Logger-Klassen erzeugt, initialisiert. Ihr könnt euch vorstellen, in einem richtigen Programm bräuchte man diese Initialisierung häufiger. Was heißt doppelter Code? Und da gibt es ja so ein Pattern, das für die Objekterzeugung zuständig ist. Es gibt auch schon ein Video dazu. Wer will, als Übung kurz diese Klassen oder diese Initialisierung in das Factory Pattern auslagern. Schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.